Wir sind hier im Heiligen Kreuz, im Kraft- und Wohlfahrtsort Zmitsch in der wunderschönen Biosphäre Entlebühe. Mein Name ist Sandro und ich darf zusammen mit der Marion unser Projekt Refugio umsetzen. Wir sind angefragt worden, für in eine Gruppe einzukommen, um zu schauen, was man hier oben machen kann. Und haben einstehen mit der Pflegschaft und nachher auch mit der Stiftung Pro Heilige Kreuz entschieden, das Hospiz umzubauen ins Refugio und dem einen neuen Inhalt zu verleihen. Aktuell sind wir in der Schlussphase des Umbaus. Wir sind am Feinschliff machen. Unsere Eröffnung ist geplant für im Januar 2025. Unser Konzept sieht vor, dass wir Erfahrungs- und Gesundheitswochen anbieten, zu einem Thema, das aufgebaut ist nach der Philosophie von Sebastian Kneipp. Der Sebastian Kneipp war ein katholischer Pfarrer, der im 19. Jahrhundert praktiziert hat. Er hat immer sehr stark mit der Natur gearbeitet. Extrem stolz sind wir darauf, dass wir ein Netzwerk aufbauen von rund 35 Coaches, wir nennen die Wegbegleiter, die mit uns zusammen unser Refugio bespielen dient und die Erfahrungs- und Gesundheitswoche gestalten. Diese Wochen sind aufgebaut nach den Themen Ernährung, innere Balance, Wasser, Bewegung und Heilkräuter. Wir sind überzeugt, dass das unseren Gästen hilft, nachher im Alltag bewusster, nachhaltiger und auch gesünder zu leben. Ganz besonders macht unser Projekt, dass wir unsere Natur, unsere wunderbare Umgebung im Kraftort verbinden, die mit unserem Gebäude, mit dem Refugio. Und andererseits aber auch spielen die mit einem unglaublich spannenden Netzwerk von rund 35 Wegbegleitern. Der Hotel Innovations Award wäre für uns einerseits eine Anerkennung für das, was wir gemacht haben, von der Idee über die Finanzierung, die Umsetzung bis zum Betrieb. Andererseits ist natürlich eine wunderbare Plattform für Bekanntheit zu machen für unser Projekt. Und drittens, und nicht zuletzt ganz wichtig, ein toller Motivator für unser Projekt, das wir noch in der Pipeline haben, das digitale Refugio, aber das, was wir hier erleben, die nachher auch in der digitalen Welt arbeiten können, zusammenkommen von diesen Wegbegleitern, Coaches, mit den Gästen, die wir eine Community aufbauen.